Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth and the Savior Mod. Wir haben noch einige Challenges vor uns und deswegen machen wir gleich mal weiter. Und zwar hatten wir als letztes die Gojiwa Challenge haben wir gemacht. Also machen wir heute Fireworks Show. Die Fireworks Show also. Aha, was haben wir jetzt Schönes? Wir haben gar nichts. Gut, schauen wir mal. Also wir haben Tummy's Head haben wir, dann haben wir eine Batterie, dann haben wir dieses Splash-Ding, Wafer, damit wir weniger Leben verlieren, noch irgendeine Batterie, Bomben, okay, Bomben sind schön, dann diesen Dreier, diesen 3-Dollar-Bill, dass wir immer verschiedene Tränen haben, dann haben wir noch den Char-Plug, dass wir unser Space-Item einsetzen können, wenn wir dafür Leben verlieren wollen, ich glaube 2 Leben kostet das sogar, dann diese Tränenbomben, wie heißt das? Ah, dieses Herz da halt, dieses brennende Herz, das uns sogar Leben dazu gibt, wenn wir irgendwie durch eine Explosion Schaden bekommen. Dann nochmal mehr Splash Damage und noch mehr Bomben, also doppelte Bomben auf jeden Fall immer. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie unsere Tränen aussehen, gar nicht mal so toll. Okay, aber es lädt sich auf, weil wir halt die Batterie haben. Das heißt, wir müssen hier die ganze Zeit warten. Und ja, wir spielen endlich mal wieder Isaac. War ja jetzt 3 oder 4 Tage nicht gekommen. Aus dem einfachen Grund, dass ich halt für meine... Wow. Für meine Prüfungen lernen musste. Wow, da komme ich ja nicht mal durch. Das ist ja blöd. Und da ich meine Prüfung nicht verkacken wollte, habe ich halt lieber gelernt, statt Isaac aufzunehmen. Isaac braucht halt immer so übelst lange Zeit und die hatte ich in der Zeit nicht. Ja, genau. So, auf jeden Fall jetzt wieder Isaac. Und wenn ihr euch fragt, wie die Prüfung gelaufen ist, die war jetzt am Mittwoch. Ja, ist okay gelaufen, würde ich sagen. Also, könnte besser gelaufen sein, aber bestanden habe ich wohl auf jeden Fall. Von daher, das passt schon. Oh, stimmt. Wie geil ist das denn? Jetzt sind ja unsere Tränen auch jedes Mal anders. In jedem Raum sind die jetzt anders. Okay, das kann witzig werden. Das kann sehr witzig werden. Ich denke mal nicht, dass wir so weit laufen gehen müssen, weil sonst wäre das ein bisschen doof. Auf jeden Fall sind wir froh über jede Bombe. Denn, wenn wir Leben verlieren sollten... Können wir trotzdem noch die Bomben einsetzen und dann kriegen wir halt noch mehr Leben. Schon wieder diese roten Tränen. Wenn zweimal hintereinander diese roten Tränen, gibt's ja gar nicht. Aber Videos kamen ja trotzdem. Ich habe ja Spooky's House of Jumpscares noch hochgeladen gehabt, weil ich das extra in Voraus aufgenommen hatte. Von daher musstet ihr nicht ganz ohne Videos auskommen. So. Perfekt. Und wir haben noch ein Item, mit dem wir Schaden machen können. Das ist doch geil, oder? Finde ich gut. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch groß will. Genug Geld haben wir sowieso nicht. In den Shop müssen wir also nicht reingucken. Nee, wir gehen in die nächste Ebene. Ich hoffe... Nein, wir müssen... Oh nein, wir müssen mindestens bis zum Herz. Okay, das Herz kann natürlich ein bisschen blöd werden mit diesen Tränen. Es sei denn, wir finden irgendwie Brimston. Sogar Brimston wird sogar was bringen, weil wir halt den... Weil wir Tummy's Sad haben. Aber ich glaube, unser... Nice. Unser Ball of Bandages wird uns sehr doll helfen, wenn wir nicht alles sofort töten können mit unserem Tummy's Head. Das wird gut, das wird toll. Wie zum Beispiel jetzt, können wir einfach dagegen laufen und müssen nicht extra warten oder eine Bombe dafür einsetzen. Obwohl wir eigentlich genug Bomben bekommen. Also eigentlich geht's auch ohne. Oh Gott. Au. Wir hatten ein blaues Herz? Stimmt, wir hatten ein blaues Herz. Wow, ist ja cool. Das ist ja richtig amazing. So, und ich glaube, ich werde jetzt nur noch hier kurz die ganzen Challenges machen. Und sonst wird, also ich werde die jetzt im Vorlauf aufnehmen, die ganzen Challenges. Und sonst wird die God Mode Mod kommen. So der Plan. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Das heißt, jeden zweiten Tag irgendwie... Ein normaler One in God Mode und sonst hier immer die Challenges. Ich glaube, das wäre ganz gut, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ihr habt auch keine Lust mehr auf die Savior Mod, genauso wenig wie ich. Und dann kommt uns die God Mode eigentlich sehr gelegen. Oder nicht, denke ich mal. Ist ja denn hier ist doch irgendjemand, der so richtig hart kommt. Oh nein, wieso haben wir diese doofen Tränen immer? Denn hier gibt es noch irgendjemanden, der so richtig hardcore-mäßig die ganze Zeit noch die Savior-Mod haben möchte. Weil er irgendwie einen Charakter noch vorgestellt haben möchte oder sowas. Weil ich irgendeinen noch nicht gespielt habe. Ich weiß doch nicht wen, aber gibt es bestimmt. Und ja, denke ich aber mal nicht.
So. Guck mal, jetzt haben wir sogar noch diese gelbe Fliege. Die greift, glaube ich, an, sobald wir Schaden bekommen haben, oder? War das die? Ich glaube, das war die. So. Hi. Tschüss. Oder macht die auch so schon Schaden? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist die. Das ist die Revenge Fly. So. Naja, wir brauchen unsere Schlüssel sowieso für nichts anderes. Von daher können wir hier eigentlich auch mal reingucken. Ein bisschen Geld wäre nicht schlecht. Piep. Hi. Ich habe ein paar Bomben für dich, Piep. Ich hoffe, du magst sie. Scheinbar nicht. Gefallen dir die Bomben nicht oder was? Was ist denn los mit dir? Sonst mochtest du auch immer die ganzen Bomben. Blue Cap. Okay, noch ein Leben-Upgrade und irgendwas. Your Shadow. Okay, cool. Zweites Leben. Nehme ich gerne mit. Dann war hier noch eine Münze, die wir kostenlos mitnehmen dürfen. Also machen wir das auch. Und können dann die Ebene auch schon wieder verlassen. Finde ich gut, dass wir da nicht die ganzen Doppelräume links machen, noch machen müssten. Die ich jetzt toll. Und wir sind schon in Caves 2. Schon die vierte Ebene. Echt? Wow. Okay. Ich habe Isaacs Spiel nicht verlernt. Trotz meiner viertägigen Abstinenz. Und ja, es ist die Revenge Fly. Okay. Gut zu wissen. Jetzt müssen wir eigentlich gar nichts mehr machen. Wir können einfach warten, dass Revenge Fly alles für uns macht. Und dafür, dass die jetzt gerade für uns angegriffen hat, haben wir ganz schön viele Leben trotzdem verloren. Egal. Ist nicht weiter tragisch. Ich hätte gerne diese Karte. Was ist das für eine Karte? Tour of Hearts. Setzen wir ein. Haben wir wieder volle Leben. Oh. Nein. Achso. Ah. Zieht nur ein Leben ab. Ach, das ist cool. Wir können uns ein halbes Leben abziehen. Damit Tammy's Head wieder da ist. Und dann greift unser Witch Fly einfach an. Cool, oder? Was haben wir hier? Wir haben eine Badgas-Pille. Yay! Badgas ist die beste Pille. Na, eigentlich nicht. Boah, wir kriegen auch so viele Bomben. Die müssen wir eigentlich auch mal alle einsetzen. Machen wir auch. Da, eine Bombe. Die bringt zwar gar nichts, die Bombe da, aber egal. Okay, ich hätte gedacht, dass die Revenge Fly mehr Schaden macht, wenn ich ehrlich bin. Egal. Schaden ist Schaden und Schaden ist gut. So war das doch, oder? Da, Revenge Fly. Mach sie alle fertig. Da. Sehr gut. Auf dich ist Verlass, Revenge Fly. Auf dich ist Verlass. So, okay. Zwei Bomben eingesetzt. Dafür vier Bomben bekommen. Darf man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ein paar Pillen, okay. Bad Gas, Kreditkarte. Schon wieder Bad Gas. Ist wieder eine Bad Gas. Okay, wir finden irgendwie nur Bad Gas-Pillen. Sehr interessant. Und ich hoffe, wir sind hier trotzdem richtig. So, Fliege, greif da oben an. Da oben, da oben. Danke. So, musste ich mich nicht mal bewegen. Okay, hier ist falsch. Dann vielleicht hier. Ja, möglich ist das zumindest. Au. Ich spreng mich mal raus. Ja, habe ich mich sehr gut rausgesprengt auf jeden Fall. Houtini! Was? Wie soll ich mich... Ich habe mich selbst verletzt. Oh, wir können uns eigentlich auch mal neben unsere Explosion stellen. Das macht uns ja gar keinen Schaden. Ganz vergessen. Ja, stimmt. Ist eigentlich richtig, Leute. Eigentlich müssen wir uns neben unsere Explosion stellen. So. Verdammt. Weil, dann kriegen wir ein Leben wieder dazu. Und Leben dazu bekommen ist toll. Skorpion. Ne, Virtual. Ich verwechsel das immer wieder, ne? Ne? Ne, gell? Ja. Virtual. Muss ich mir mal merken. Das sieht aber für mich aus wie Skorpion, aber Skorpion sieht anscheinend anders aus. Aber für mich sieht das wie ein Skorpion aus. Ha, der kann uns ja gar nichts anhaben. Na gut, dann kriegen wir jetzt wenigstens ab und zu mal ein Schild, wenn wir getroffen werden sollten. Dank der Jungfrau. Wir sind jetzt eine kleine Jungfrau. Wir haben auch unseren pinken Ball dabei. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten.
Außer vielleicht Herzen. So, da hast du deine Bombe. Schlüssel will ich ehrlich gesagt nicht. Da will ich mich... Ah, wir müssen da durch. Kann man das nicht irgendwie einfacher lösen? Wow. Das ist ja doof. Muss ich hier Bomben... Aua, Bomben opfern, damit ich hier überhaupt weiterkomme. Bam, 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 bam. Ah, okay. Da kann man erst drauf, sobald man alle Gegner vernichtet hat. Aua. Blauer Stein. Jo, explodier mal. Dankeschön. Yay, wir kriegen ein Damage ab. Das heißt, unsere Fliege wird auch stärker, oder? Unsere gelbe Revenge Fly. Ich glaube, die wird jetzt auch stärker. Wir können auf jeden Fall mal hier unten reingucken. Kann eigentlich Bimsen drin sein? Ich weiß das gar nicht. Ich denke aber mal nicht. Oder vielleicht doch. Ich glaube, Bimsen kann nur im Teufelsraum sein, oder? Oh nee, schon wieder so ein Raum. Pam, 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 pam. Oh, wenigstens ein blauer Stein diesmal. Wow. So. Easy. Und da ist der Boss. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Da. Okay. Aber so schwer scheint die Challenge jetzt wirklich nicht zu sein. Geht auf jeden Fall. Vor allem, wenn... Lol. Vor allem, wenn wir genug Bomben haben. Oh, noch ein Damage-Up. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Und dann sind wir auch schon in der Marm-Ebene. Das ging schneller als gedacht. Wow. Aber diese ganzen Challenges gehen irgendwie schneller, als man denkt. Was ich komisch finde, aber gut. Au. Au, ist mir egal. Ich kann mich sowieso unendlich auch wieder hochheilen. Hä, ich habe kein Leben verloren? Jetzt habe ich ein Leben verloren. Wollte schon sagen. Kann ja wohl nicht sein, dass ich da keine Leben verliere. So hörst du dich an, Isaac. So hörst du dich an. Sehr nett. Sieht zumindest wie der richtige Weg aus, weil hier dieser große Raum ist. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Oh nein. Achso, nur so einer. Okay. Moment. Dann können wir den auch besiegen. Aber es sind zwei? Es sind zwei. Oh Gott. Nee, dann habe ich doch keine Lust auf euch. Sorry. Sorry. Und hallo, Buddy. Na. Warte, die kannst du gar nichts anhaben. Wir können uns hier einfach in die Mitte stellen. Sie tritt auf uns rauf. Und dann machen wir Schaden mit unserem Ball of Bandages. Easy. So. Okay, was haben wir hier, Schönes? Da haben wir eine Technologie, die uns nichts bringt. Und ein Lebensupgrade. Das nehmen wir doch gerne mit. Ich weiß nicht, ob ich gegen die... Nee, will ich nicht. Nee, lieber nicht. Wir machen das jetzt ganz safe. So richtig safe. Safe. Safe für die safe für die safe, safe, safe. Safe für die safe für die safe, safe, safe. Safe für die safe für die safe, safe, safe. Achso, eine kleine Ankündigung. Jetzt, um 0 Uhr heute. Heute, ja, ich glaube heute. Je nachdem, weil ich das Video hochlade. Aber ich glaube heute, kommt noch ein Best-of zu Spooky's House of Jumpscares. Also, falls ihr euch das angucken wollt, dann könnt ihr euch das angucken. Saß ich gestern 3 Stunden dran. Das Video ist jetzt irgendwie 9 Minuten lang geworden. Voll komisch. Voll doof, dass man da lange so lange dran rumschneiden muss. Egal. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. So. Wo ist der Boss?
Das war kein Boss. Aber schön, wie wir den ganzen Keller anzünden. Das machst du gut, Isaac. Boss, kein Boss, Boss. Irgendwo ein Boss hier in der Nähe. Hier ist auch kein Boss. Wo ist denn hier der Boss? Ha! Da dachte er, er könnte gegen uns ankommen, gegen eine Bombe. Haha. Hätten wir dieses komische Herz nicht, dann wäre das auch wirklich schwieriger. Aber so? So wurde das wieder zu einfach gemacht. Durch ein einziges Item wird das immer alles viel zu einfach. Ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ein bisschen traurig. Dass ein Item so viel verändern kann. So, ich setze mal ein paar Bomben hin. Vielleicht treffe ich ja irgendwann mal was. So. Ja, das Tier ist ab, das brauchen wir auf jeden Fall. Weil, ne? Weil wir sind blind und mit Blindheit kann man gut... Kann man eigentlich weinen, wenn man blind ist? Können blinde Leute weinen? Sollte theoretisch möglich sein, oder? Weil du hast auch als Blinder trotzdem die Tränenkanäle. Ich wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Geht das? Weiß das einer von euch? Das interessiert mich mal gerade. Können Blinde weinen? Also so richtig Blinde, die halt überhaupt nichts sehen können. Nicht nur so ein Halb oder so, sondern so gar nicht. Beziehungsweise kann man kann auch immer noch weinen, wenn das Auge rausgenommen worden ist, oder? Voll das komische Thema, aber das interessiert mich gerade mal, hä? Blinde, ja. Können die weinen? Man weiß es nicht, aber ich finde es interessant. Egal, so. Hi. Oh nee, wir machen so wenig Schaden. Da, nimm das. Und sterb dran. Und nimm das. Und sterb auch dran. Pa, 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 pa. Sehr schön. Ach, hier ist noch einer. Okay. Du willst auch? Kannst du haben. Wir verlieren eh nur halbe Leben. Und kriegen die sofort wieder. Durch alles, was explodiert. Oh, Mann. Oh, die. Da wurde ich getroffen. Nein, was soll ich jetzt so tun? Warte, die Bomben nehmen wir gleich mal mit. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viele. Ich glaube, das ist gut, wenn wir die mitnehmen. Heilen uns nochmal hoch an der Bombe. Nein, wir haben Curse of the Maze. Curse of the Maze, doch. Okay. Okay, ja, ja. Curse of the Maze heißt das. Wusste ich, hab's gewusst. Okay. Eine Batterie. Können wir die mitnehmen? Nö. Wir haben noch eine Kreditkarte und wir haben noch den Credit Store. Wir sollten eigentlich mal in den Shop gehen. Wieso bin ich in keinen Shop gegangen, wenn ich das beides hab? Dumm, 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 dumm. Weil wir nicht genug Geld hatten und deswegen dachte ich, ich bräuchte Geld, aber ich brauche ja gar kein Geld. Das war ja doof. Wieso bin ich denn in keinen Shop gegangen, wenn ich zwei Sachen habe, mit denen ich kostenlos mir was im Shop kaufen kann? Wow. Ich glaube, mein Gehirn ist jetzt Matsche nach der Abschlussprüfung. War es übrigens wirklich. Das war echt krass. Das waren ja irgendwie drei Prüfungen und das alles an einem Tag. Und irgendwie die ersten beiden gegen eineinhalb Stunden jeweils und die letzte nochmal eine Stunde. Das heißt, ich habe insgesamt vier blöde Stunden irgendeine Arbeit geschrieben. Alter. Voll blöd. Und wenn davon eine verkackt ist, dann muss ich ein halbes Jahr länger Ausbildung machen. Darauf habe ich ja gar keine Lust. Aber okay. So. Hallo, it lives. Hi, da. Stirbst du bitte schnell. Wie der uns noch OP gemacht hätte, wäre mit diesen Bomben. Mit diesen Homing Bombs. Ja gut, 20 Minuten. Nicht schlecht, das ging relativ flott. Das war Firebug Show. Ja, ich weiß nicht, ob ich die anderen jetzt alle noch machen soll. Vielleicht Friendly Neighborhood Spider-Man. Okay, da denke ich mal, werden wir ganz viele Spinnen haben. Go Ninja werde ich auf jeden Fall noch machen. Knifing Around ist wahrscheinlich wieder viel zu einfach. Bumbit ist wahrscheinlich mit einem Bumfriend. Glitched ist wahrscheinlich mit diesem einen Trinket, mit diesem einen Space-Item. The Plumper, weiß ich auch nicht. Hört sich alles voll interessant an und dann am Ende ist es wahrscheinlich viel zu einfach.
Naja, schauen wir mal. Ich werde mal in die Challenges reingucken und je nachdem, ob mir die gefallen oder nicht, werde ich sie dann machen, sonst nicht. Und morgen kommt dann das erste Mal eine God-Mode-Mod. Mann, Dings, Bums. Da bin ich mal gespannt, wie das wird und ob ich da zurechtkomme. Auf jeden Fall bedanke ich mich dann erstmal wieder recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal oder bei einem anderen Video reinschauen würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.